Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars. Ja, wir, also Fallen Order, Jedi Fallen Order, so. Wir sind letztes Mal von dieser Schneidemaschine oder von diesem Rad hier hoch. Und ich glaube, da müssen wir dann irgendwann hin. Da müssen wir sogar jetzt hin. Hier können wir nicht lang. Das ist natürlich. Sie öffnet sich nicht. Blöd. PLÖHT. So. Oh Gott. Der Jedi kann jede Minute hier sein. Und unsere Verstärkung? Im Rückzug. Gut. Sir? Je weniger Ablenkungen, desto besser. Warte, ich will mal was probieren. Beeilung, beendet die Sache! Ich werde dich besiegen, Jedi! Ich krieg dich! Bam! Hab ich. Oh, da hängt er ziemlich klasse. Hab ich die jetzt wirklich runtergeschmissen? Ja. Lustig. Gut. Das Ding hier braucht Strom. Ja. Sieht man in einem roten Licht? Oh, tut mir leid. Alter, der ist ein bisschen. Naja. Gut. Hier hoch kommen wir bestimmt nicht. Oh doch. Cool, Abkürzung. Das sind die ganzen Wookies. Okay. Keine Wachen? Hallo. Oh Mann. Keine Wachen, das ist ein bisschen seltsam, ne? Hey. Wir wollen euch befreien. Ihr seid nicht allein. Du hast ein Laserschwert, du könntest es auf cutten. Vorsicht hinter dir, Vorsicht hinter dir, Vorsicht hinter dir. Besucher sind nicht gestattet. Besucher sind nicht gestattet. Tja. Und der Eroberer? Okay. Plötzliche Bewegung nicht vorhergesehen. Wow. Mach noch. Wieso machst du denn jetzt nicht? Analytischer Hieb. Ja. Ich habe sie. Sicherheitsdruide besiegt. Dann scannen wir den. An. Oh, der zappelt noch. So. Gut, schwer durchschaubar und anfällig für Paraden. Veraltetes System, das von aktualisierten Druiden leicht gehackt werden kann. Aha, da kann ich die also später noch hacken. Kann ich hier nicht mehr raus? Ich will hier raus. Verdammt. Ziemlich einsam hier. So. Und jetzt kommt hinten wieder einer, ne? Nee, doch nicht. Hallo, hallo. Ich helfe gern. Wer will ein paar Imps bekämpfen? Dann helfen wir den Wookies mal zurück in den Kampf. Gute Arbeit, Jedi. Danke. Kann ich wieder zurück?
Ich kann nicht zurück, das ist blöd. Oh doch. Kann ich. Weil da geht's nämlich auch hin. Oder? Da ist was. Oh, da ist auch was. Oh, das kann ich noch nicht. Verdammt. Ah, das ist so ein Sklavenband. Mukis Sklavenhalsband. Piu. So, aber hier kommen wir nirgendwo wirklich hin. Außer hier. Aber wo kommen wir da hin? Wo sind wir jetzt? Da geht's da lang und da lang, okay. Schauen wir mal. Na, wieder eine Rutsche. Die, ich find's so lustig, dass die diese Rutschen so genial finden. Das. Oh, was ist das denn? Was machst du denn? Igitt. Oh Gott. Oh Mann, echt jetzt? Achso, ja, hier das Scan. Wann bekomme ich das denn? Habe ich das irgendwann verpasst? Angriffe sind langsam, weiche ihnen aus oder laufe davon? Meine toxische Ausscheidung. Ja, das sollte ich mal. So, dann würde ich mal sagen, rutschen wir. Ach, jetzt sind wir hier? Nee, warte, das ist was ganz was anderes. Da ist so ein Vogel drin. Ich brauche einen Pull. Das ist der Weg in die Schattenlande? Es muss doch einen Übergang geben. Ja, so kann ich den ganzen Wald absuchen. Gehen wir zurück zu Thor. So, dann müssen wir hier auf jeden Fall auch nochmal hin. Gut. Ja, ne, da geht's lang. Ah, wir haben es gewonnen. Hallöchen. Lebensessen. Die Operation wird erweitert um Sektor 7. Sie nennen es Schattenlande. Es wimmelt dort von Feinden. Raffinerie-Expansion. Während des Imperiums seine Kontrolle über Kashyyyk aufbaut, richtet es sein Augenmerk auf die Schattenlande. Sieht wohl so aus. So, dann gehen wir mal hier weiter. Hier werde ich mal, kann ich nicht. Sie ist verriegelt. Komme ich da nicht hin?
Okay. Ich probiere es noch einmal. Aber da muss ich doch hinkommen. Wieso komme ich jetzt dahin und... Naja, egal. Gut. Dann gehe ich mal... Okay, und jetzt hier drauf. Oh, da ist so ein Ding. Eine Nahkampfdroidensteuereinheit. Denkst du auch, was ich denke? Nein. Update. Aber Nahkampf. Das heißt nicht, wir können jetzt die ganzen Truhen aufmachen. Blöd. Aber egal. Nahkampf ist auch gut. Was kann er jetzt? Hacken. Ah. Beschädigte Sicherheitsdruiden. Ja, das ist ja ganz nice. So. Solange sie betäubt sind. Gut. Dann ruhe ich mal aus. Fähigkeiten. Luftangriff. Verbesserter Vorstoß. Regeneriert mehr Macht ist halt auch nicht so schlecht. Aber ich mach mal mehr Leben und die restlichen spare ich dann für, wenn was Gescheites da ist. Hier war ich schon, ne? Ja. Stimmt, hier war ich schon. Soll ich die trotzdem nochmal töten? Mal schauen, ob ich... Ich werde ihn ausschalten! Geht in Ordnung! Verprügeln. Okay, nochmal. Beeilung, beendet ihn. Bleibt auf Distanz. Ist zu gut. Geht zurück. Schwach, um dich zu erledigen. Hallo. Soll ich mit 1er oder mit 2er? Komm und stirb für deine Sache! Versuche wenigstens zu kämpfen! Schneller als ich dachte! Nochmal scannen? Energiestab-Auslöschungstruppler, das ist so typisch deutsch, so enorm lange, naja, okay. Kann nach Parade zum Gegenangriff übergehen, bleibt wachsam, vernachlässigt nach einem Kommandoangriff kurzzeitig die Verteidigung, ja. Ah, die sind leichter als gedacht, ehrlich gesagt. Uiuiui. So. Jetzt kann ich doch hier durchgehen, ne? Ja, die war von der anderen Seite. Super. Dann gehe ich mal hier hin. Ach, die Musik ist einfach cool. Dann geht's, glaube ich, unten weiter. Nein. Geht's da nicht weiter? Doch. Aus davon. Ist nicht weit. Hä? Ah, da oben. Oh. Aber von da komme ich ja nicht rüber, ne?
Ja. Wir drängen sie zurück. Weiter. Wir haben fast geschafft. Ich werde dich erledigen. Hast du Angst? Mhm. Bleib. Ja. Überladen. Danke. Kannst du mir mal helfen? Aber wie komme ich jetzt da rüber? Kann ich mich von hier aus da festhalten? Ich wette nicht. Hätte ich eigentlich können. Dann von da oben runter, oder? Ah, das ist doch doof. Nein. Das ist. Was ist das eigentlich für? Wir kriegen Verstärkung. Rückzug zu den Zellen. Was ist das eigentlich für gelbes Zeug? Ah. Was? Was? Gute Arbeit. Raffineriezelle. Bei dieser Raffinerie geht es allein um Erträge, nicht um die Beharrlichkeit oder Sicherheit der Gefangenen. Ja, natürlich. Die aneinander geketteten Wookiee-Arbeiter haben keinerlei Privatsphäre und sind häufig mit Schmutz oder gefährlichen industriellen Nebenprodukten betickt. Zu den Zellen! Wir brauchen die Wookiees, um es zu beenden! Beeilung! Sie kriegen Verstärkung! Los, los, los! Die Tür klemmt! Rührt sich nicht, wir sitzen fest! Öffnet die Zellen! Los, Attacke! Sie wieder in den Kampf ein, Feind. Komme ich hier rein? Nee. Ah. Plötzliche Bewegung nicht vorhergesehen. Inkompetent. Ah, verdammt, ich wollte doch gerade es fallen. Hilfe! Scanner ist ausgefallen. So, dann kämpft mal für uns. Okay, ich bin raus. Gute Arbeit! Die Wookiees sind frei! Rauf aufs Dach! Naja, die müssen halt noch die evakuieren, ne? Warte. Nee, das war nix. Na? Nee. Okay. Dann weiter geht's. Das ist eine Wand, Tobi. Gut. Ich muss das Ding überladen. Das war großartig. Okay. Warum war das großartig? Abkürzung. Ach, hier sind wir. Und was habe ich jetzt gemacht? Warte, wir ruhen uns mal aus. Dann sind zwar die Links wieder da, aber ich weiß nicht, ob wir da hin müssen. Nee, sind sie nicht. Ah ja, da müssen wir hin. Ja, okay. Ah, das Überladen war dann für... für den Aufzug.
Das war richtig, richtig übisch. Richtig blöd. Erledige Aufgabe. Feuer! Oh! Ja, du hast alles schon platt gemacht. Ah, oh, krass. Ja, schieß. Bereit machen. Jedi, wir haben zu wenig Feuerkraft für den Rumpf. Sind dabei. Au. Oh. Okay. Okay. Das war überraschend. Upsi. Ja, kommt. So, dann nochmal. Alter, das mit den... mit den Flammentrooper war schon schlecht. Ausweichen registriert. Systeme fallen aus. Gib mir nur eine Minute. Eine Minute im Kampf ist frei. Richtig krass. Produktiver. Das war's. Gut. Gut.
zuhören! Eine Rede, eine Rede. Es waren viele harte Jahre. Wir haben Kameraden verloren, Freunde, Familie an das Imperium. Dunkle Zeiten. Trotzdem brennt das Feuer noch. Die Hoffnung brennt noch. Die Jedi sind noch nicht verloren. Wir sind noch nicht verloren. Kashyyyk ist noch nicht verloren. Für die Sache! Für die Sache! Für welche? Du weißt, was das Imperium Kashyyyk angetan hat. So etwas passiert überall in der Galaxis. Meine Partisanen könnten einen Jedi gebrauchen. Das ehrt mich. Aber ich muss zuerst noch unsere Mission zu Ende bringen. Verstehst du? Das Angebot steht. Und ja, nicht vergessen. Karl, ich bin Mari Kosan. Und das ist Commander Choysek. Tut mir leid, ich spreche nicht fließend. Choysek sagt, er hilft dir, damit du Tarful findest und wird für dich bürgen. Ihr glaubt, er lebt noch? Zuversicht, Kerl. Wir halten Kontakt mit deinem Chef. Für die Sache. Cool. Du kennst Tarful? Er gehörte zu Tarfuls Leuten. Er wurde aber gefangen. Seine Rettung war für Tarful zu riskant. Er war monatelang in der Raffinerie. Choysek hilft dir, Tarful zu finden. Könnte aber dauern. Sind viel unterwegs. Mehr will ich gar nicht. Danke. Der schaut immer so desinteressiert irgendwie. Okay, gut. Geile Tarnfarbe hier im Dschungel. Mhm. Kann ich das übersteuern? Ah, jetzt geht's auf. Gut. Ah, mit denen können wir auch. Gut. Wie viele waren's? 20, glaube ich. Bei mir 14. Dann musst du aufholen. Das werde ich. Je länger ich lebe, desto mehr Imps kann ich ausschalten. Rache für die Zerstörung deiner Heimat. Unsere Heimat. Wir sitzen im selben Boot. Dieselbe Sache. Eine Familie. Was deine erlitt, erlitt auch meine. Wie die immer so rumstopfen. Sieht ein bisschen interessant aus. Ja, mhm. Ja, finde ich auch voll. Sie schaffen es. Wieso haben die noch die Sklavenhalsbänder? Naja, gut. Warte, kann ich da hinten noch irgendwas machen? Ihr kämpft schon so lange. Hat euch der Krieg was gelehrt? Tragödien vereinen Menschen. Alles, was das Imperium uns nimmt, macht uns nur stärker. Ungerechtigkeit bewegt andere, sich uns anzuschließen. Halten wir zusammen, können wir siegen. So wie heute. Danke. Ja, ne? Gut. Dann mal weiter. Hier. Ich habe die imperiale Kommunikation überwacht und was aufgeschnappt. Projekt Bohrer wurde reaktiviert. Das Imperium könnte bald ein weiteres Sessograb finden. Oh. Dann haben wir noch Arbeit vor uns. Denkst du, Thor und die anderen sind okay? Du siehst immer alles positiv, was? Hey, danke. Für alles. Oh. Die sind schon echt lieb. Zusammen. Nee, du brauchst das nicht mehr. Ein Jedi. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir von
Kashyyyk runter und... Hey, Seer. Gut. Du bist unversehrt zurück. Ja. Marie Kosan hat uns gesagt, dass du Tafel nicht gefunden hast. Ich riskiere gern unser Leben für nichts. Klingt doch nach Spaß ohne Ende. Wer sagt nichts? Marie und Scheusig schaffen es. Ich mag deinen Optimismus. Den könnten wir alle hin und wieder brauchen. Ich bin auch ein positiver Typ. Ich weiß positiv, wenn ich sterbe, wird mich das ärgern. Du warst gut, Kerl. Noch haben wir Tafel nicht. Aber du hast Leben gerettet. Vergiss das nicht. Danke. Gut. Wir reden später. Ja, okay. Dann reden wir später. Und... Warte. Sieht langsam aus wie ein echter Garten. Königsblume. Aber wir haben nicht neue Samen. Schade. Gut, dann schauen wir mal kurz, was wir gefunden haben. Und dann ist es das schon wieder für diese Runde. Also, Farbe Blau behalten wir. Sender. Nope. Schalter. Magnus, Mut und Weisheit. Nee, das passt schon. Element Natur. Pflicht und Entschlossenheit. Das sieht auch... das habe ich gefunden. Das Blaue sieht auch cool aus. Das Grüne. Aber ich glaube, das Dunkle passt immer noch am besten zum blauen Lichtschwert. So, ja. Wunderschön. Gut, dann ausruhen. Und, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und nächstes Mal gehen wir dann nach... Mal schauen. Keine Ahnung. Gut, bis dann. Bye, bye.